Steht mir bei. So, ich bin wieder zurück. Zurück. Hab eine kurze Pause gemacht. Also wirklich nur 20 Minuten oder so. Mal kurz was essen, trinken und so weiter. Die ansässigen Kassra-Stämme werden zu einer echten Bedrohung. Okay. Sie greifen Karawanen an und dringen in Gebiete vor, in denen sie bislang nicht gesehen wurden. Ihr müsst euch für uns um dieses Problem kümmern. Wir werden euch für jeden Kassra-Kopf 25 Goldstücke zahlen. Das heißt, ich kann... Aber das heißt, ich kann jetzt hier lustig Fallen legen. Dann mache ich einmal den hier und kann hier wieder lustig Fallen legen. Dafür dauert das extrem lange. Ja, doof. Nö, ich kann den nicht wechseln, während er... Okay. Mal gucken. Ich mag das Salto ganz gerne. Lass mal erstmal in die Stadt gehen. Ein paar Sachen verhökern. Wie schon was loswerden hier, ne? Oh, moin. Was ist denn da los? Weg damit, weg. Alles, was ein X hat, kommt hier erstmal in der Mülltonne. So, brauche ich auch nicht. Gehen wir mal durch. Den da brauche ich nicht. Schuhe, nö. Nö. Das war ja der Dreck jetzt, wo ich mir überlegen wollte, welche ich aufhebe. Moment mal grad. Bling. Zweihändig. Die kann ich eh wegtun, würde ich mal behaupten. Ja. Jo. Der macht 16, der macht 13 und der macht 15. Maximalschaden. Der bietet natürlich Schutz, ne? Durch die Geschicklichkeit. Ich würde den trotzdem so rum aufheben, weil die haben mehr Schaden als der da. So, dann verhauen wir den hier jetzt auch nochmal gerade. Die beiden behalte ich im Inventar. Geh mal zur Truhe. Ja, viel fehlt ja auch nicht mehr hier. So, und den lasse ich auch mal hier. Na, schon zwei goldene Sachen. Ja, goldene Sachen sollte man irgendwie immer aufheben. Was er hier für einen Scheiß hat, ne? Oh, geil. Für einen Dämonenjäger so ein paar Sachen, ne? Da könntest du dir aber auch schon wieder so... Oh, geil. Genau. Ich stehe ja kurz davor, ihm einfach hier so 34, ne? Das dauert zwar noch ein bisschen, aber pff. Ja, ne? Wird sich ja lohnen. Bisschen. Wie dem auch sei. Egal, es geht ja nicht darum, was er hat, sondern wie es weitergeht in der Story. So. So ein schön feuchtes Soch rausgehauen. Jetzt ab nach hier unten. Ja, das stimmt allerdings. Nicht gut. So. Stirb. Danke. Blöpp. Den da. Oh, diese Schamanen immer, ne? So. Toll. Findet hier ja hervorragende Sachen. Muss man ja mal so sagen. Lohnt sich richtig fett. So, jetzt einmal auf den Thron steigen und wieder runter.
Mal schauen. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt hier einmal kurz runter. Um denn alles abgedeckt zu haben. Ah, ich kann meinen Dings wechseln. Schalter. Ah, ne, schließen. Ups. Junge, ja, ist klar. Genau. Ja, noch einer. Genau. Ein mächtiger Gegner erwartet uns. Verdammt. Dann auch noch einer mit Gold. Ganz doof. Ich fühle mich wieder wohl. Hervorragend. Was für eine monströse Kreatur. Hier ist eine Armbrust, ein Ring des Löwen. Das sieht super aus. So, ich glaube, den haben wir erstmal geschrotet. Wow. Intelligenz, Vitalität. Plus Leben. Ich behalte die. Die macht echt derbe Schaden, weil der Bogen hat ja nochmal plus 14 Schaden. Das ist eigentlich richtig gut. Brauchen wir nicht. Wir haben ja brauchen keine Stärke, ne? So, um mal bei gutem Deutsch zu bleiben. Ironie aus. Ob Kultist oder Ziegenmensch, sie sind wie die Pferde, zu keiner Vernunft fähig. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal nach hier oben weiter. Mal sehen, was wir hier so finden. Oh, hier ist noch ein Toter. Scheiße, in meinem Keller liegt ein Toter. Ich bin es nicht gewesen und das ist noch nicht greifbar. Ja, nee, ist klar. Es wäre so episch, wenn ich da jetzt einfach irgendwas finden würde. Wie so fette Sache. So. Oh, das hätte sich jetzt natürlich bei dem Goldenen wieder gelohnt, ne? Egal. Shit happens. So. Blobs. Da ist der Drops wieder gelutscht. Oh, minderwertig, du. Minderwertig. Jetzt haben wir alles aufgedeckt. Oh, fantastisch. Totem. Der Stab ist unser. Umbausage. Kutter. Sarkasch. Bitte was? So. Zu viele Gegner. Also eigentlich nicht, aber irgendwie schon. Das ist so cool. Wenn der Pfeil so oft durchgeht, dass der halt einfach weiter und weiter und weiter und weiter und irgendwie halt alle killt. Das mag ich. I like. Me gustav. So, schön Fliegeralarm hier. Scheiße, die Russen kommen. Ich hoffe, man hört es wenigstens. Nicht, dass ich hier schon wieder von irgendwas rede. Keiner eine Ahnung hat, was ich meine. Totes Tier. So. Na, wetten, gleich kommt wieder irgendwie so ein Riesenvieh da angeritten. Ich sollte mal Umschalt drücken öfter. Ja, ich glaube, ich habe jetzt Müll mitgenommen. Sag ich doch. Um halt nicht auf den Gegner mal loszugehen.
Jetzt fühle ich mich besser. So. Kann ich nämlich gütlich von hier hinten Gegner abschlachten. Braucht er nicht immer hinzugehen. Die Pfeile treffen ja meistens eh. La 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 la. Voll im Geschehen und so. Voll cool. Oh ja, genau. Ich laufe nur dran vorbei und kriege Schaden. Kot. Friss Kot. Meisterliche Flockschleuder. Die heißen immer so schön. Sind aber gar nicht so gut. Boah. Toll. Die vier stehen sich ganz gut auf. Sind deaktiviert, sind aktiviert. Ich hätte es gerne aktiviert. Aktiviere deine Abwehrkräfte oder Anzeigekräfte, je nachdem. Bling. 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 So. Jetzt haben wir wieder so einen Scheiß, wo wir hier ein mächtiger Gegner erwartet uns. Eine recht große Karte haben, was? Plop, plop, plop. Plop, plop. Ich fühle mich. Und das ist immer so cool, dass er immer so würdiger Gegner und der war richtig gut und so und keine Ahnung was. War wieder irgendwas Tolles dabei. Ja. Bisschen weniger Schaden. Als Einhandwaffe definitiv nicht zu verachten. Muss man da mal lassen. Na, hier geht's nicht weiter. Immerhin. Ich brauch mehr Disziplin. Junge. Digga, schwör. So, das unbeweglich machen bringt auf jeden Fall was. Geld finden wir inzwischen auch schon eine ganze Menge. Ja. Toll. Jo, das können wir vergessen. Ja, wie gesagt, wäre mal interessant, ob man durch das Portal durchgehen kann. Weil ich könnte es ja eigentlich mal versuchen. Es tut mir ein bisschen weh, weil das ist wirklich viel, was der droppt. Also das ist, lohnt eigentlich immer. Egal, ob man es dann nur verkauft oder so, aber es lohnt eigentlich immer. Was ist das? Schon wieder für den Barmünch. Ach nee, Hexenmeister, la Kerl. So, da geht's nach oben. Gold, das will man ja nicht liegen lassen, ne? Ist ja klar. Boom. Und jetzt nochmal. Ja, steht hier einfach so ein Baum auf dem Weg, ne? Weil das ja klar ist. Kennt ihr das, wenn ihr gerade irgendwo steht und es nach Essen riecht und ihr derbe Hunger bekommt? So geht es mir nämlich gerade. Irgendwie kam hier durch mein Fenster gerade so eine Wolke rein. Scheinbar hat irgendjemand gerade irgendwie sowas frisch im Ofen gemacht, so ein Baguette oder sowas. So ein, diese gefüllten Baguettes oder so mit Kräuterbutter oder so. Das roch gerade extrem danach. Ziemlich lecker. Ne, muss man mal so sagen. Jetzt haben wir schon wieder Gürtel. Bla. Brauchbare Sachen wären mal ganz cool.
brauchen wir Disziplin. Okay. Gibt es so Tränke, womit man die Disziplin auffüllen kann? Ja, wie viel Gold ich hier einfach liegen lasse, ne? 71 Gold, meine Güte. Schon wieder ein, keine Ahnung, eine Drittel Rüstung. Naja, ein Zehntel Rüstung, sagen wir mal so. Passt dann vielleicht besser. Minderwertiger Schlagring. Ja, ich mag dieses Wort minderwertig irgendwie. Das klingt so lustig. So. Ring des Löwen. Mal wieder. Wird wahrscheinlich genau das gleiche Punkt wie davor. Nur, dass es halt um Stärke geht dieses Mal. Gut. So. Jetzt dürfen wir den ganzen Scheiß nach hier unten wieder laufen. Map ist aufgedeckt. Bah. Warten. Ranz, Moment. Der war da eben noch nicht da, oder? Meine tölpelhaften Freunde interessieren sich nicht weiter für die Kasra, nur für die Kopfprämie, die auf sie ausgesetzt ist. Aber ich bin sicher, dass man mit ihnen kommunizieren kann. Es ist zweifellos gefährlich, aber dieses Risiko gehe ich gerne ein. Ja, und wären wir hier oben nicht hingegangen, hätten wir diesen Schrein gar nicht gefunden. Den ich mir jetzt einfach mal angucke. In der Hoffnung, dass es auch einfach nur so ein Dungeon ist, wo man einfach mal so ein bisschen Geld drin kriegt. So als, hey, du hast die Karte erkundet, vielen Dank dafür. Kleine Aufmerksamkeit vom Programmierer, so nach dem Motto. Moment, waren wir hier nicht in so einem ähnlichen Dschungel? Mit dem Templer? Damals? Sah irgendwie ähnlich aus. Ich komme hier nicht rüber, ist ja klar. Geh auf, du Truhe. Genau, und finden in einer einfachen Truhe gleich mal was Blaues, was ich zwar nicht verwenden kann, aber weil das ja klar ist. Warum kriegt man eigentlich nur noch Gürtel für Barbaren, ey? Hallo, runter. Ja, aber ist so, ne? Hier war dann dieser Kerl, den wir dann abschlachten sollten. Und der hat doch dann immer, der Templer hat dann immer so, Aschottstein-Scharloch oder sowas. Und dann ist hier die Treppe aufgedeckt worden von diesen dunklen Magie. Das eigentlich effektiv nur Holz oder sowas war. Halt. Hat sich voll gelohnt. Ach, das ist ein Wachturm. Verstehe. Okay. Ja, klar. Interessante Wachtürme. So. Es wird. Und wer das nicht wird, wird, wird. Wer das verpasst, bleibt ewig Gast. Na, meine Freunde, merkt euch das. Alter Schwede. Jo. Klar. Ich würde mal sagen, richtig Lack gehabt hier, ey. Ich brauche zwar wirklich nichts davon. Hä? Also durch die Geschicklichkeit. Egal. Nochmal nach hier oben. Was sich voll gelohnt hat. Schade.
Und ja, ich mag das, dass man dann so ein bisschen schneller ist dadurch. Okay, das war gerade ein Server-Lag, scheinbar. So. Ja, das stört mich ein bisschen an Diablo, dass man das immer über einen Server spielen muss. Gut, es kann... Es hat den Vorteil, man kann nicht hacken. Beziehungsweise nur sehr schwer hacken. So, das war nicht so das Problem. Mit der Angriffsgeschwindigkeitserhöhung ging das ja schon mal ganz gut. Na, nimm den jetzt auch noch mit. Was ein Gegner. Oh ja. Juhu. Oh. Oh fuck. Leute, nicht cool. So, schön erstmal die Treppe flankieren. Woher kommen die denn plötzlich alle, ey, mal ganz ehrlich? Uiuiui. Uiuiui. Kann ich da nichts verwenden davon? Plus 8 Erfahrung. Hm, ja. Würde sich schon wieder fast lohnen. Achso, okay, die haben alle nicht wirklich viel Leben. Ach so, und ich dachte schon, das wäre jetzt irgendwas Schweres hier unten. Cool. Genau, finden wir wieder hier blaue Rüstung, die ja noch besser ist, aber nicht wirklich bessere Eigenschaften bietet. Schon wieder ein Köcher. Mhm, das ist gleich. Ja. Cool. So, immerhin sagt er nicht mehr, dass er mehr Disziplin braucht. Das finde ich auch schön. Ich weiß nicht warum, vielleicht ist er einfach mundfaul geworden, aber... Und wir kommen wieder raus, das ist fantastisch. Oh, ich sehe gerade, ich habe viel zu lange aufgenommen. Sehen wir, was draußen weitergeht in der nächsten Folge von Diablo 3. Euer Jamox, haut rein, ciao, ciao.